Hallöchen, hier ist Katrin von Stempelzone. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und heute möchte ich dir diese Karte hier präsentieren, dir ein Tutorial dazu zeigen. Das habe ich aus der neuen Produktreihe Schöner Garten gewerkelt und habe mir auch unsere Schmetterlingsduettstanze mit dem passenden Stempelset geschnappt und habe mir daraus diese Pop-up-Funktion hier reingebaut. Ich hoffe, dich interessiert das Tutorial. Lass mir doch gerne einen lieben Kommentar hier. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und bleib dran. Dann knöpfen wir uns mal die Materialien für unsere Karte vor. Und zwar habe ich mir einen Kartenrolling zurechtgeschnitten und noch ein paar andere Teile ausgestanzt. Das zeige ich euch gleich. Und das misst 28 mal 10,5 cm und ist auf der langen Seite bei 14 cm gefalzt. Da habe ich den Farbkarton in Anthrazitgrau genommen. Dann habe ich mir die bestickten Rechtecke geschnappt und habe mir das größte Rechteck genommen. Hier habt ihr auch die Bestellnummer, falls euch das interessiert. Habe mir das größte Rechteck genommen und habe das in Flüsterweiß ausgestanzt. Genauso wie ich das viertkleinste Rechteck genommen habe. Und das ebenfalls in Flüsterweiß ausgestanzt, weil das passt nämlich perfekt auf dieses Stanzteil hier mit dem Blumenrahmen. Das habe ich mir ausgestanzt im Farbkarton in der Farbe Kirschblüte. Das sind die, wie heißen sie jetzt? Dekorative Rahmen, das sind die Stanzen aus der neuen Produktreihe Schöner Garten. Und gerade so dekorative Rahmen kann man ja immer mal gebrauchen. Also das in der Farbe Kirschblüte. Und weil das ja eine Pop-up-Karte, eine einfache werden soll, habe ich jetzt hierfür das Inlay der Karte in Flüsterweiß einmal 13 mal 13 hoch und 19 lang. Genau, 13 mal 19 cm und auf der langen Seite dann bei 9,5 cm gefalzt. Das kommt nach innen in die Karte. Wobei ich gerade sehe, das macht gar keinen Sinn hier. Vergesst dieses Teil, ich zeige euch das gleich nochmal anders. Das macht gar keinen Sinn. Ich muss das andersrum falzen. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Okay, gut. Dann nehme ich mir jetzt hier meine Unterlage und meinen Aufhebhelfer mit dieser Bürste hier vorne dran. Denn dieses filigrane Stanzteil hat noch so ein paar, ja, Pünktchen, die da noch drin feststecken. Und mit der Bürste kann ich jetzt ganz einfach hier über mein Stanzteil fahren. Und dann sind diese ganzen filigranen Teilchen da raus. Ja, genau. Dann kann das auch wieder zur Seite. Und wir fangen an zu embossen, möchte ich gerne. Und zwar auf diesem kleinen Stückchen hier. Da nehme ich mir ein Schmierpapier. So, mein Embossing-Pulver in Silber und meinen Embossing-Buddy. Und wir benutzen natürlich aus der neuen Produktreihe das Stempelset Ornate Style, und zwar diese riesige Blume. Die ist natürlich viel zu groß für unser armes Kärtchen hier. Aber dafür ist es dann komplett oder fast komplett bedeckt. Ich nehme mir einen etwas größeren Stempelblock, ziehe mir das Ganze hier drauf. So, mein Kärtchen werde ich jetzt mit dem Embossing Body
bearbeiten. Das bewirkt einfach, dass das Embossingpulver auch wirklich nur da hält, wo wir das brauchen. Und ich brauche mein Versamark Stempelkissen. Jetzt fällt mir hier gleich alles um, mein ganzer Stapel an Produkten. So, das Versamark Stempelkissen. Und da tauche ich jetzt diesen riesigen Stempel drin ein. Ihr könnt das auch andersrum machen. Ihr legt euch das Ganze hin und betupft dann den Stempel mit dem Stempelkissen. Das ist für einige dann einfacher. Und ihr könnt jetzt auch dieses Rechteck hier nehmen, umdrehen. Und anstatt das aufzustempeln, einfach euer Blatt Papier jetzt hier drauflegen. Und dann vorsichtig darüber streichen. Und dann habt ihr die Blume hier drauf gedruckt. Hoffe ich. Wir kontrollieren das mal. Ja, super. Das ist super geworden. Jetzt kann das zur Seite. Das mache ich später sauber. Und zwar nehmen wir jetzt das Embossingpulver und streuen das über unser Projekt. Überall da, wo jetzt diese Klebetinte ist, vom Versamark Stempelkissen, muss jetzt auch das Pulver drüber. Und dazu ist halt eine flexible Unterlage ganz gut. Werdet gleich sehen. Warum? Denn jetzt landet natürlich ganz viel auf unserer Bastelunterlage. Und das kann auch ruhig so sein. Ich hebe das Ganze jetzt an und klopfe ab. So einfach dagegen schnipsen. Und dann haben wir hier einen perfekten Abdruck. Dann könnt ihr das nochmal von nahem betrachten. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Im Zweifel nochmal drüber pusten. Aber das ist wirklich sehr gut geworden. So, das kann jetzt erstmal zur Seite. Dann schnappe ich mir mein Restpapier und mein Döschen. Klappt das Ganze hier so zusammen. Und kann das dann so wieder in das Döschen kippen. Und so habe ich dann gar keinen Dreck fabriziert, sondern das ist wirklich alles da drin gelandet. Sehr praktisch. Jetzt das Döschen nur verschließen, damit uns das Pulver hier nicht rumsaut. Und jetzt nehme ich meinen Heißluftföhn. Falls ihr noch keinen haben solltet, ich kann euch gerne einen verstellbaren bestellen. Und das Ganze wird dann einfach geföhnt. Ich halte das gegen das Licht, damit ich sehe, sobald das schimmert. Ich hoffe, ihr seht es auch. Jetzt fängt es da unten nämlich an. Sobald das schimmert, ist es fertig. Sobald das Pulver quasi flüssig wird. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das im Licht so ein bisschen erkennen. So. Super geworden. Finde ich richtig edel. Jetzt habe ich hier dieses silberne Blumengesteck. Perfekt für die Frühlingszeit. Und dieses Rechteck passt mir jetzt perfekt auf meinen, ja, dekorativen Rahmen. So, kleine Unterbrechung. Und hier habe ich auch das neue Stückchen für den Innenteil der Karte. Und zwar ist das 9,5 mal 26 cm und wird bei 13 cm gefalzt. Denn ich hatte vergessen, dass ich meinen Kartenrohling ja hochkant zugeschnitten habe. Das ist das Schleifchen, was noch hier vorne auf meine Karte kommen soll. Das ist aus dem Leinenfaden. Das werden wir gleich fertig machen. Und
Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um den Innenteil dieser Karte. Dazu müssen wir noch Markierungen einzeichnen. Und zwar schnappe ich mir mein Lineal und lege mir das so an, dass der 4 cm Punkt genau bei meiner Falzlinie ist. Und mache mir dann hier eine ganz leichte Markierung bei 4 cm und dann auch bei 4 cm nach jeweils nach oben und nach unten. So, das mit den 4 cm brauche ich aber auch noch auf der Falzlinie. Das heißt, auch die Falzlinie, die schon besteht, wird markiert bei 4 cm. Also einmal auf der Falzlinie bei 4 cm, dann nach unten 4 cm und nach oben 4 cm. Dann nehme ich mir meine Stempel- und Perforiermatte. Das ist echt ein günstiges Tool. Das kostet, glaube ich, 6 Euro. Und das lohnt sich echt in der Anschaffung. Das kann ich euch nur empfehlen. Da werden eure Clear-Stamp-Abdrücke viel besser mit. Die kommen einfach schöner und schärfer raus. Und das hilft euch bei Falzarbeiten. Wenn ich denn jetzt meinen Aufhebhelfer finde. Hier ist er und auf dieser Seite habe ich meine Falzklinge drauf. Und da fahre ich jetzt von der Markierung auf der Falzlinie zu diesem äußeren 4 cm Punkt einmal entlang. Und das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Und ein bisschen einfacher ist das, wenn ihr euch die Falzkugel da schon hinhaltet, wo ihr anfangen möchtet und den Rest dann einfach so schiebt. So. Wirklich nicht feste aufdrücken, nur ganz leicht hier einmal so drüber gehen. So, das Lineal kann weg, der Aufhebhelfer auch. Und die Stempel- und Perforiermatte. Und was wir jetzt machen, ist, wir knicken uns das Ganze rein. Ja, also dieses Dreieck muss so nach innen gefaltet werden. Seht ihr das? So. Und da versucht ihr gerade zu bleiben. Schaut, dass ihr hier wirklich bündig seid, haltet das hier gut fest, schnappt euch euer Falzbein und faltet hier einmal nach. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Bleistiftpunkte können wir uns jetzt wegradieren. Und jetzt stempeln wir uns noch einen Schmetterling. Ein Schmetterling passt super zu dem Thema schöner Garten, Frühling. Und da habe ich mir das Stempelset Schmetterlingsglück aus dem Jahreshauptkatalog geschnappt. Und dazu gibt es eine passende Handstanze, und zwar das Schmetterlingsduett. Und damit kann man super schnell wirklich hübsche Schmetterlinge stempeln. Ich suche mir jetzt ein Reststück Flüsterweiß, wenn ich es denn finde. Da habe ich eins. Und hier habe ich auch das Kirschblüte-Stempelkissen. Und damit werde ich jetzt die Schmetterlinge aufstempeln. Und zwar nehmen wir diesen Schmetterling hier. Ich finde den richtig, richtig hübsch. Ihr seht, damit hatte ich schon mal gearbeitet. So. Den schnappen wir uns jetzt. Einen Stempelblock, einen neuen. Da kommen jetzt meine Schmetterlinge drauf.
Dann wird der Clear Stamp eingefärbt. Oh, meine Unterlage habe ich vergessen. Und solche Sets, wie mit den, die mit den Handstanzen ausgestanzt werden könnten, finde ich, eignen sich super für Kinder. Also wenn Kinder mit euch basteln, dann besorgt euch unbedingt so ein Stempelset, wo es eine passende Handstanze zu gibt. Denn dann habt ihr wirklich schnell mit Kindern ganz tolle Karten auch gestaltet. So. Das mache ich auch später sauber. Jetzt wird die Handstanze hier geöffnet mit diesem Verschluss und ich kann das Ganze ausstanzen. Gut an dem Stempelset ist auch, dass die Schmetterlinge schon so zusammenhängend sind. Das heißt, man hat da wirklich den perfekten Abstand, damit auch beide Schmetterlinge hier perfekt reinpassen. Wenn ihr das habt, einmal drauf drücken und schon springen die raus. Und die Stanzen von Stampin' Up! Sind wirklich sehr, sehr gut. Das schneidet das Papier wirklich wie Butter. Ich bin da jedes Mal aufs Neue begeistert. Das kann jetzt wieder weg. Und die Matte auch. Und wir können anfangen, unsere Karte zusammenzusetzen. Wir nehmen uns unseren Kartenrolling, unseren Flüssigkleber und legen uns den inneren Teil jetzt einmal so zusammen und werden uns jetzt hier auf beiden Seiten jeweils Kleber aufgeben, wenn er denn will. Ihr dürft halt nur keinen Kleber auftragen, da wo wir das Dreieck reingefaltet haben, sonst funktioniert dieser Pop-up-Effekt nicht so schön. Und es reicht aber völlig, wenn ihr den Kleber hier einmal um die Ränder gebt und von mir aus in der Mitte noch so ein Kreuzchen macht. Erstmal nur auf einer Seite. So, diese die Ecke, die uns fehlt, die kommt jetzt hier auf die rechte Seite und wir schauen, dass wir hier 1 mm von dieser Falzkante wegbleiben und dort ungefähr, seht ihr das, da ist 1 mm Platz und dort ungefähr platzieren wir unseren flüsterweißen Farbkarton. Perfekt, und jetzt werden wir den Kleber hier auftragen, auf die andere Seite. Und dann schlagen wir unsere Karte einfach zu. Super, jetzt können wir unsere Front schon mal dekorieren. Dazu nehmen wir uns jetzt dieses große Rechteck. Da packen wir uns Flüssigkleber drauf. Auch wieder nur ringsherum, das reicht völlig. Und ein Kreuzchen in der Mitte. Das Ganze jetzt zentriert hier vorne auf unsere Karte. Andrücken. So, dann haben wir hier noch unseren Aufleger. Den möchte ich gerne mit Stampin' Dimensionals noch erhöhen. Und zwar packe ich mir auf die Rückseite 5 Stück ungefähr. Und zur Stabilisierung noch einen in die Mitte. Dann kann die Trägerfolie hier ab.
Und ein absoluter Geheimtipp, weil da wir ja an die Front noch eine Schleife kleben möchten, sind die Glue Dots. Ich habe vorher immer gedacht, ich brauche die nicht, wozu auch. Aber um zum Beispiel Schleifenbänder festzukleben, sind die einfach nur mega genial. So, das hier mittig drauf. Dann ist das so schön 3D-mäßig. Und jetzt nehme ich mir meine Schleife. Da habe ich den Leinenfaden. Das ist diese Rolle, die ihr bekommt. Habe ich mir doppelt gelegt und habe da einfach eine Schleife gebunden. Und jetzt nehme ich mir meine Glue Dots. Ja. Egal. Nehme ich mir meine Glue Dots. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Setze mir den hinter meinen Schleifenknoten quasi, klappe den Rest hier noch um und dann kann ich meine Schleife da, wo ich sie haben möchte, perfekt befestigen. Und sieht die nicht süß aus? Ich finde die Hammer. Jetzt können wir die aufschlagen und dadurch, dass wir hier diesen Mechanismus haben, geht die zwar nicht mehr komplett offen, aber so haben wir halt hier diese Pop-up-Ecke und an diese Pop-up-Ecke möchte ich mir jetzt hier diesen Schmetterling kleben. Das heißt, bei dem Schmetterling gebe ich auf der Rückseite nur hier unten Kleber auf. Da. Das reicht schon so. Und dann kann der hier drauf. So, und dann können wir uns überlegen. Ja, finde ich aber gut. Wir nehmen jetzt noch den kleinen Schmetterling, packen da auf die Rückseite auch minimal Flüssigkleber und den klebe ich jetzt quasi hier einmal so schräg darüber. So, dann sieht der nicht so alleine aus. Seht ihr das? Ich finde, das ist eine schöne Funktion und die Karte ist auch sehr, sehr schön geworden. Heute ist der 1.4. Morgen seht ihr wahrscheinlich dieses Video schon und ich würde mich freuen, wenn du Interesse an den neuen Produkten aus der Produktreihe Schöner Garten hast. Schau mal gerne auf meiner Homepage vorbei, www.stempelzone.com. Dort findest du den Flyer mit den Produkten dazu und passende Preise. Ich würde mich riesig freuen, wenn du das über mich bestellen magst. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.